Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. In dieser Episode von Wiki-Stammtisch geht es um Community-Stützpunkte für Wikipedianerinnen und Wikipedianer. Was ist ein Wikipedianer oder eine Wikipedianerin? Das sind einfach die Leute, die in ihrer Freizeit in der Wikipedia arbeiten, in denen sie Artikel schreiben, Artikel korrigieren oder erweitern, Fotos schießen, hochladen, die Kommafehler korrigieren, die Seiten kategorisieren, die Artikel verschieben, andere administrative Aufgaben vornehmen, miteinander diskutieren, die Arbeit organisieren und so weiter und so fort. Wikipedia-Autor oder Autorin ist einfach zu eng gefasst, deswegen hat sich dieser Begriff ergeben. Die Wikipedia-Lokale nun sind meist Ladenlokale, die mit Internetschreibtischen und auch gelegentlich auch einer Küche ausgestattet sind. Und zusammengefasst wurde die Aufgabe so eines Lokals mit dem Satz: Hier trifft sich die Wikipedia-Community und tut Dinge. Im Einzelnen heißt es, dass sich in den lokalen Wikipedia-Redaktionen treffen oder es finden Orga-Treffen statt. Dann gibt es Sitzungen von Wettbewerbsjuries, beispielsweise von Schreibwettbewerben oder Fotowettbewerben. Dann finden auch Foto-Workshops statt. Das heißt, dass Dinge fotografiert werden, um Wikipedia-Artikel zu illustrieren. Ein Beispiel ist Wiki-Cocktails. Da wurden Cocktails gemischt und fotografiert und hinterher natürlich auch verkostet, um Artikel dann auch sagen zu können, wie der schmeckt. Die Lokale werden auch von befreundeten Gruppen aus der Szene des freien Wissens benutzt, wie beispielsweise OpenStreetMap oder von der Open Knowledge Foundation. Was ein schönes Sache ist, ist auch die regelmäßigen Tage der offenen Tür. Das sind sogenanntes offenes Editieren, heißt es auch. Da können sich eben Wikipedianer und Wikipedianer dort treffen und Artikel bearbeiten, miteinander reden, ja, und es steht auch jedem offen. Jeder, der mal schauen will, wie das so gemacht wird mit der Wikipedia, kann dorthin kommen, man kann Fragen stellen, man kann sich helfen lassen. Das wird auch sehr gut angenommen. Ich gehe regelmäßig, unregelmäßig in Berlin zu offenen Editieren, einfach um die Atmosphäre zu genießen. Und man lernt sehr viel Neues, so was man sonst nicht mitkriegt. Es gibt immer irgendwelche Funktionen, die man noch nie gesehen hat in der Wikipedia oder irgendwelche Aktionen, irgendwelche Projekte, die gerade starten oder gerade laufen. Das ist immer sehr interessant, dahin zu gehen. Und dafür sind die Stützpunkte sehr gut. Das erste Lokal, was so eingerichtet wurde, explizit für die Community, war in Köln. Es ist so, dass diese Lokale nicht einfach nur angemietet werden und dann schauen wir mal, was passiert, sondern dass es sich vorher schon eine Gruppe von Leuten zusammenfinden muss, die sich um die Einrichtung des Lokals kümmert und dann auch um den Betrieb. Ansonsten würde das nicht funktionieren. Also nicht nur der Ort ist wichtig, sondern vor allem die Leute, die sich darum kümmern. Wie gesagt, das erste war in Köln, aber es gibt schon auch in Berlin jetzt drei, nämlich die Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland kann genutzt werden. Dann gibt es im Wedding wird ein Nachbarschaftsladen genutzt für sogenanntes Wiki-Wedding-Treffen. Und dann eben seit dem 9. Juni das Wikibär, bei dessen Eröffnung ich war und mein Mikrofon mit hatte. Dann gibt's noch Standorte in alphabetischer Reihenfolge: Bremen, Hamburg, Hannover, Köln, Lörrach, München, Stuttgart, Ulm und Wien. Und ja, Counting, also es werden mehr und das ist gut so. Das ist gut so. Ja, wie gesagt, war ich am 9. Juni im Lokal Wikibär bei der Eröffnung und habe mein Mikrofon Leuten unter die Nase gehalten und gefragt, was ihnen so durch den Kopf geht. Und vor das Mikro gekriegt habe ich Gerion Kalkuhl, der auch hier schon eine Episode bei Wiki Stammtisch hatte. Der ist zurzeit mit der Betreuung der Entwicklung der Strategie der Wikimedia-Bewegung betreut. Sehr interessante Sache. Ich hoffe, dass ich demnächst nochmal zu dem Thema mit ihm sprechen kann. Dann Friedel Völkel, den ich schon eine Weile kenne, der sich sehr für Regio-Wikis einsetzt. Regio-Wikis sind Wikis, die sich auf eine gewisse geografische Region
beschränken, dort aber eben nicht nur als Regionallexikon funktionieren, sondern auch die Funktionen von Ortschroniken übernehmen oder von Bürgerplattformen oder Veranstaltungskalendern. Dort gelten nicht so strikte Regeln wie in der Wikipedia, es ist mehr offen und der Wiki-Gedanke wird dort sehr hoch gehalten. Friede hat sich sehr für eine Dachorganisation für diese Regio-Wikis eingesetzt. Das stockt zurzeit ein bisschen, weil er das weitgehend alleine tut und er sich auch noch um andere Dinge kümmern wollte. Hat sehr erfreulich, dass im letzten Jahr in Passau mal wieder ein Regio-Wiki-Treffen stattgefunden hat und wie ich hörte, geht das auch weiter. Dann sprach ich mit Charles Kingston, einem Internetunternehmer, mit Lucy Caffey, die, von der auch schon hier die Rede war, die interessante Applikationen auf Basis von Wikidata erstellt hat. Dann Benutzerin Early Spatz, kannte ich nicht, interessantes Treffen. Dann hatte ich Krizolina im Gespräch, die hatte ja auch schon eine Episode bei Wiki Stammtisch, das ist eine Wikipedianerin aus München. Dann sprach ich mit Christian Rickertz, dem ehemaligen geschäftsführenden Vorstand von Wikimedia Deutschland und der jetzt als Staatssekretär in der Berliner Senatsverwaltung arbeitet. Dann sagte Gild ein paar Worte. Benutzer Gild ist einer der Hauptinitiatoren von Wikibear und der sprach eben darüber, wie das dort entstanden war, welche Müllberge zu beseitigen waren und was so die Aussichten sind. Dann war Julian Fischer am Apparat, der Leiter Ideenförderung von Wikimedia Deutschland. Dann der Hexer, Martin Ruhlsch, der hatte auch schon eine Episode hier im Wiki-Stammtisch. Das ist ein langjähriger Wikipedianer und zurzeit Mitarbeiter im Team Ideenförderung von Wikimedia Deutschland. Als nächstes kam Fridolin Freudenfett, den ich aus dem Berliner Wikipedia-Lokal Wiki Wedding kenne, der dort aktiv ist, um den Wedding zu bebildern und zu beartikeln. Und zum Schluss sprach ich mit MB1, auch ein Wikipedianer, den ich vorher nicht kannte, und damit schließt sich der Reigen. Jetzt drehe ich die Knöpfe auf und ihr könnt hören, was so gesagt wurde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiki Stammtisch. Heute bin ich zur Eröffnung von Wikibear gegangen. Das ist ein Wikipedia-Standpunkt oder Standort, weiß gar nicht, wie man das sagt, Stützpunkt, in Berlin in der Gartenstraße, ein Geschäftslokal, wo sich Wikipedianer treffen und Dinge machen können. Das ist geklaut bei Lokal Köln. Ich habe einen alten Bekannten aus unserem Stammtisch hier, den Gerion. Sag mal so deine Gedanken, was dir jetzt durch den Kopf geht. Ich finde das hier ganz klasse, dass die Community in Berlin es geschafft hat, diesen Standort aus einem Trümmerhaufen zu einem hochmodernen Büro zu machen mit ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Es ist ein Standort in Berlin-Mitte, das heißt für alle gut erreichbar. Es sind hier zur Eröffnung mehr als 40 Leute gekommen, die alle riesen Spaß haben. Ich kenne jetzt schon einige andere Standorte in Deutschland und da kann sich Berlin wirklich nicht hinter verstecken. Und ich schon jetzt am ersten Tag sind schon viele Ideen für Projekte neu aufgekommen, die hier stattfinden können. Also kann ich nur alle dazu aufrufen, sich das hier mal anzugucken, gut gelegen. Jetzt gibt es also nicht nur Wikipedia-Standorte in Köln, München, Hamburg, Hannover und so weiter, sondern auch mitten in Berlin. Absolut klasse. Danke. Was meinst du mit Trümmerhaufen? Hast du das als Trümmerhaufen gesehen oder Bilder gesehen? Nein, alle haben mir erzählt, als sie das hier neu übernommen haben, waren Löcher im Boden, der Teppich war kaum noch als Teppich zu erkennen. Die Wände wurden komplett neu gestrichen. Es sieht absolut nobel aus, sieht absolut aus wie neu. Das stimmt, das kann ich bestätigen, es sieht aus wie neu. Links bei mir sitzt Friedel. Sag mal du, was dir so durch den Kopf geht. Ja, ich bin extra angereist aus Mühlacker, das liegt zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Da will ich mich hier inspirieren lassen, weil ich das mutige Experiment vorhabe, oder zumindest treibt es mich gerade um, da in der Provinz auch ein Community Space aufzubauen. Genau, ist noch so in der Findungsphase. Ich finde es hier super schön. Man merkt, dass da Herzblut drin steckt.
dass das Grüppchen, das sich da zusammengetan hat, an der Stange bleibt. Die hat mir auch schon berichten lassen, dass sie da so 2 Jahre schon dran rum arbeiten und überlegen und bis sie das alles gestemmt bekommen hatten. Da sehe ich jetzt auf mich noch einiges zukommen. Man muss ja jetzt nicht unbedingt 2 Jahre machen. Was hat dich denn jetzt schon inspiriert hier für deine eigene Sache? Also es ist schon diese Stimmung, die man hier hat, ist so eben kein nackter Schulungsraum, in dem man jetzt noch vorm Rechner sitzt und Wikipedia editiert, sondern eher so eine Mischung aus eben so einer Arbeitsatmosphäre, die aufkommen kann. Die haben wir heute nicht. Bei der Eröffnungsfeier ist alles locker, aber es hat hier Sofas, auf denen wir gerade sitzen. Es ist so das zweite Wohnzimmer, und ich glaube, das wird es auch werden für die Gruppe, die sich hier engagiert hat, aber ich denke auch darüber hinaus und für die ganze Berliner Community. Vielen Dank. Jetzt habe ich hier Charles. Das ist meine Karte. Oh, Charles gibt mir seine Karte. Ich habe Charles Kingston. Ja. Wir stehen jetzt hier in den Räumen von Wikipedia Autoren, ja, keine Angestellten, sondern es gibt eine Community. Von Wikipedia hast du sicher auch schon gehört. Natürlich. Was sind deine Gedanken, wenn jetzt hier plötzlich es einen Raum gibt, also wenn es nicht mehr virtuell im Internet ist, sondern plötzlich sich so manifestiert in der Wirklichkeit? Passt das für dich zusammen? Also prinzipiell darf ich zuerst sagen, ich bin ein großer Fan von Wikipedia und seit 4 Jahren bin ich Spender im bescheidenen Ausmaß. Aber nachdem vor 4 Jahren ein Rundruf rausging an alle potenziellen Spender, 10 oder 15 Euro im Jahr, damit das Ganze läuft, tue ich gern. Ich finde, Wikipedia ist eine klasse Ressource, auch für mich. Ich habe einen eigenen kleinen Verlag und greife bewusst oder unbewusst mehrmals am Tag auf irgendwelche Wikipedia-Ressourcen zu. Genau, und jetzt treffen sich hier Leute, um an der Wikipedia eben gemeinsam zu arbeiten und sich dabei ins Gesicht zu sehen. Hast du auch selber mit Online-Zusammenarbeit zu tun? Ja, unser Verlag ist ein reiner Online-Verlag. Wir berichten, der Verlag heißt REFIRE, Real Estate Finance Intelligence Report Europe, und wir berichten ausschließlich über den deutschen Immobilienmarkt für Finanzierungen. Und insofern haben wir eine Webseite und eine PDF-Publikation, die in aller Welt hinausgeht an zahlende Subscribers und Advertisers, die ihren Fokus auf den deutschen Markt haben. Insofern haben wir rein mit digitalen Medien zu tun. Allerdings Wikipedia, die Art von Recherche, ja, ab und zu kommt es vor, aber meistens haben wir andere direkte Live-Quellen, wenn es um Themen wie neue Finanzierungen geht, und wir wollen dann unsere eigene Recherche machen, wer dahinter steckt, zu welchen Konditionen und so weiter. Aber du hast gerade gesagt, du greifst täglich mehrfach auf die Wikipedia zu. Was sind das dann für Anlässe? Das kann irgendeine Suchfunktion, irgendeine Suchvorgang sein. Wikipedia taucht meistens unter den 2, 3 Top Quellen auf, wenn man irgendwas eingibt, ohne es weiter zu benennen. Meistens landet man entweder bei Wikipedia oder bei der eigenen Webseite des Unternehmens. Und insofern, ja, wenn es eben da ist, dann schaut man sich da kurz rein und guckt, ob es sonst noch was gibt zu der Firma oder zu der Person oder zu dem Unternehmen, was es nicht direkt auf der Webseite des Hauses gibt. Ich danke dir. Sehr gerne. Tschüss. Danke. Hi Lucy, ja, sag doch mal, was dir durch den Kopf geht jetzt zur Eröffnung von dem Wikipedia-Stützpunkt. Ich muss sagen, ich finde es ziemlich großartig, weil die Räumlichkeiten sind total schön. Die Eröffnung ist schön gemacht und es sind irgendwie viele nette Leute da. Also klingt alles sehr toll. Ich glaube, das wird ziemlich großartig hier mit dem Wikibär. Kennst du schon andere Stützpunkte? Ich kannte halt den alten in Berlin, also als sich noch alle bei Wikimedia Deutschland getroffen haben. Und ich glaube tatsächlich sonst international gar nicht. Und in Deutschland gibt es in Köln noch einen, glaube ich. Und da war ich auch noch nie tatsächlich. Was denkst du, was hier passieren wird?
Ich glaube, hier wird es halt so, die ganzen Sachen wie offenes Editieren und Leute kommen zusammen und tauschen sich über Wikipedia aus und arbeiten zusammen daran, wird halt hierher verlegt. Und das finde ich ziemlich schön. Das finde ich eine schöne Vorstellung, dass es einen Ort gibt, wo die Freiwilligen sich treffen können und zusammen coole Sachen machen. Ich danke dir. Danke dir. Okay, jetzt habe ich hier Early Spatz. Sag mal du, was geht dir durch den Kopf hier, wenn hier so ein Wikipedia-Stützpunkt eröffnet wird? Ich finde das wirklich super. Ich finde, dass Wikimedia sich ganz toll um die Community kümmert, dass das ganz viele Chancen eröffnet für die Community, neue Projekte zu entwickeln, sich hier zu treffen, und ich werde es auch demnächst nutzen, da ich das Wikipedia for Peace-Projekt im Juli organisieren werde, und dann werde ich mit einer internationalen Gruppe, ich glaube am 13. auf jeden Fall hier sein, und es wäre auch toll, wenn Wikipedianer aus Berlin mitkommen könnten. Damit das ist hier im Stützpunkt oder bei Wikimedia Deutschland? Nein, da wollten wir direkt hier hinkommen, weil das Ziel war, die Community kennenzulernen und dass es dann Austausch gibt, auf jeden Fall, genau. Deswegen werden wir am 13., wo normalerweise offenes Editieren ist, auch einmal vorbeikommen. Genau. Und davor werde ich es auch nutzen können für eine Präsentation und eine Einführung für die Leute, die kommen. Also ich war ganz begeistert, als ich das erste Mal hier war, weil die auch so viel haben. Die haben diesen Gemeinschaftsraum, einen Präsentationsraum und dann eben auch sogar eine Fotokammer wird gemacht. Also eigentlich alles, was man braucht. Wikipedia ist ja nun eins der bestlaufenden Beispiele dafür, dass man online zusammenarbeitet und sich nicht persönlich treffen muss. Und jetzt wird hier ein Ort gemacht, wo man doch dann sich ins Gesicht sieht und so. Was denkst du darüber? Wird es die Arbeit verändern? Ich denke schon, dass sich da viel verändern wird, weil ich auf diesen Treffen schon Leute kennengelernt habe aus der Community, die mir neue Dinge eröffnet haben, was nicht passiert wäre auf der Plattform selbst, weil das ziemlich unpersönlich ist und weil man nicht weiß, wer dahinter steht und nicht unbedingt in sozialen Kontakt kommt und auch nicht persönlich Projekte zusammen entwickeln kann. Entstehen da mehr Ideen oder mehr Ergebnisse, wenn man sich persönlich trifft? Ich glaube, mehr Ideen als Ergebnisse, genau, weil man viel Zeit mit Organisationen und solchen Sachen verbringt, aber aus diesen Ideen können dann auch viele Ergebnisse später entstehen. Genau. Ich habe gerade gesehen, da wird gerade der Sekt aufgemacht. Ich glaube, ich gehe mal in die Richtung. Okay, ja, wahrscheinlich. Ich danke dir sehr. Ja, danke auch. Jetzt habe ich ja Krizolina erwischt, die kennt ihr ja auch schon aus einer der ersten Folgen von Wiki Stammtisch. Krizolina, was geht dir durch den Kopf, wenn du hierbei siehst, dass ein Wikipedia-Stützpunkt in Berlin aufgemacht wird? Also so wie es im Moment ist, finde ich es gerade total relaxed und cool. Ich habe mich sehr gefreut, ich habe es ja schon eine Weile beobachtet, dass da was am Wachsen ist, und hatte so das Gefühl, dass das in Berlin sehr unkompliziert läuft, und habe mich einfach für die Berliner gefreut, und jetzt wo ich hier bin, denke ich, wow. Einfach klasse. Warst du jetzt beim Stützpunkt München schon mal? Naja, klar. Also da war ich ja mit in dem Team, das den mit aufgebaut hat. Genau. Von daher bin ich da häufiger. Was meinst du, was unterscheidet die Stützpunkte? Also ich habe ja noch nicht erlebt, was hier ist im Normalbetrieb. Im Moment habe ich so das Gefühl, hier ist es alles ein bisschen selber gemacht, ein bisschen improvisierter, aber mit sehr viel Charme. Nicht, dass wir, also natürlich haben wir auch Charme. Münchner Charme dann halt, wenn der Berliner eher eine Dreckfresse nachgesagt wird. Ja, das ist auch, die Häuser gegenüber haben bei uns nicht so viel Graffiti. Okay, ich danke dir. Danke dir. Okay, also heute ist Eröffnung eines Wikipedia-Stützpunkts, gibt in einigen deutschen Städten schon einen. Ist als vormaliger Geschäftsführer von Wikimedia Deutschland jetzt in der Politik gelandet, Gott sei Dank, weil da wir müssen unsere Leute überall platzieren. So. Ja. Aber ich will gar nicht drauf eingehen. Ich will einfach nur so, was geht dir durch den Kopf, wenn hier der Wikipedia-Stützpunkt eröffnet wird? Das war eine lange, lange Vorrede für eine kurze Frage. Ich finde das toll. Und zwar aus mehreren Gründen. Das eine ist, ich war ja ein bisschen mit dran beteiligt, dass es diesen Stützpunkt hier gibt. Das heißt, es ist jetzt was ganz Tolles, wenn du vorher halt auf dem Papier mit bestimmten Sachen beschäftigt warst und jetzt hier bist und mit feiern kannst, dass es diesen Stützpunkt gibt. Und im Prinzip gibt es ja mit diesem Stützpunkt nicht nur einen, sondern eigentlich zwei Wikimedia-Stützpunkte und Wikipedia-Stützpunkte in Berlin. Und einen jetzt hier. Naja, also es gibt jetzt zum einen. Hi, grüß dich. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Dankeschön.
Sinn. Genau, es gibt zum einen die Geschäftsstelle, die ja auch als Anlaufpunkt wahrscheinlich weiter dienen wird irgendwie. Und es gibt den hier, was ich schön finde, weil ich mal dieses Konzept im Prinzip der Wikipedia ein Gesicht zu geben in der Mitte einer Stadt, wo ich mich hinwenden kann mit meinen Fragen, wenn ich neugierig bin, wenn ich selber einen Einstieg suche in die Wikipedia, finde ich dieses Konzept von einem lokalen Stützpunkt, von einem Ort, an dem ich Wikipedianer oder Wikipedianerinnen und Wikipedianer treffe, einfach ein ganz tolles Konzept. Du warst ja nun vermutlich in allen anderen Stützpunkten schon mal. Gibt es da irgendwie Gemeinsamkeiten, Unterschiede? Nö, die sind schon sehr unterschiedlich in Teilen, aber die versuchen alle, also die sind unterschiedlich in der Ausgestaltung, aber ich glaube, das, was sie alle eint, ist dieses Konzept von sehr niederschwellig im Prinzip eine offene Tür zu bieten, Anlaufstelle zu sein und dann irgendwie je nachdem, wo du gerade bist, das nach besten Möglichkeiten zu organisieren. Und das finde ich toll. Kommt denn auch was bei rum? Also passiert da auch was oder ist das einfach nur Bespaßung von den Wikipedianerinnen und Wikipedianern? Also, was heißt Bespaßung? Also ich finde das, also ich bin gespannt, was jetzt hier rumkommt. Das ist jetzt etwas, also du kannst jetzt noch nicht die Frage stellen, was ist in diesem Berliner Stützpunkt rumgekommen, weil wir eröffnen ihn ja heute erst. Also insofern bin ich mal sehr gespannt darauf. Also das, was ich mir vorstellen würde, was hier passiert ist, dass es zum einen eine Anlaufstelle ist für etablierte Wikipedianerinnen und Wikipedianer, die hier ihre Anlaufstelle finden und zum anderen für Neue, die einfach neugierig sind auf die Wikipedia und hier irgendwie einen einfacheren Einstieg finden. Ich danke dir. Ich danke dir auch. So, jetzt habe ich einen der Initiatoren mit und mit Ermöglichmacher, mit Gild. Sag mal, was dir durch den Kopf geht jetzt anlässlich der Eröffnung des Wikipedia-Stützpunktes. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten hat es dann doch alles sehr schnell, sehr gut geklappt. Es haben erstaunlich viele mitgemacht. Also wir waren dann 14 Renovierer und dadurch ging das alles. Innerhalb von 2 Wochen hatten wir das dann über die Bühne gebracht. Und ich bin eigentlich nur froh, dass das alles gut klappt. Ist jetzt, das heißt, jetzt lässt die Spannung ein bisschen nach? Genau. War das Stress jetzt in Bezug auf die Vorbereitung oder weil es so viel Arbeit war? Die Renovierung. Komische Frage, ich wiederhole die nochmal. Was für eine Spannung fällt jetzt ab? Tatsächlich mehr die Eröffnungsfeier. Die Renovierung lief mehr oder weniger so ruhig vor sich hin. Die Eröffnungsfeier ist halt ein Termin, bei dem alles möglichst einen besonders guten Eindruck hinterlassen soll. Du warst ja auch bei der Suche mit beteiligt. Es gab ja auch schon mehrere Anläufe, dann Räume anzumieten. Ja. Wir haben 10 Lokale besucht. Idealerweise hätten wir was um die 50 Quadratmeter gehabt, damit das barrierefrei gewesen wäre, aber unter den 10, die wir besichtigt haben, war genau nur einer. Und das eignete sich dann tatsächlich nicht als K.O.-Kriterium. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass man hier mit dem Rollstuhl wahrscheinlich große Schwierigkeiten hat. Oh, eine... Wir haben eine Aluminiumrampe für Rollstuhlfahrer, mit der der obere Raum komplett nutzbar ist. Ich sehe schon, hier werden keine Kosten und Mühen gescheut, um es jedem zu ermöglichen, mit teilzuhaben. Wow, das sieht sehr professionell aus. Warum musste hier so viel renoviert werden? Es war zuletzt als ein Materiallager für die Bauarbeiter, die das Haus renovieren. Der Teppich war zur Hälfte weiß unten von Farbe und die Wände waren gelb, weil vorher ein Raucher-Internet-Café war. Insofern musste alles einmal ordentlich von oben bis unten komplett geschrubbt werden. Ist ja für dich nicht der erste Stützpunkt in Berlin? Nee, tatsächlich der zweite von dreien. Es gibt noch einen in Wedding und natürlich die Zentrale von WMDE im Tempelhofer Ufer. Gibt es da irgendwie Unterschiede? Ja, das im Wedding ist mehr aus einer Nachbarschaftsinitiative entstanden. Das Tempelhofer Ufer ist das große Büro von Wikimedia Deutschland. Und da ist der Platz immer enger geworden über die Jahre. Immer mehr Räume wurden zu Büros konvertiert. Und dann macht es Sinn, dass wir hierher ziehen. Was erhoffst du dir für Projekte? Wir haben das offene Editieren 3-mal im Monat. Daneben kommen noch so Sachen wie, wir hatten jetzt letztens die Mozilla Foundation, Wikidata, noch eine Organisation, deren Name mir nicht mehr einfällt. Und
Daneben versuchen wir natürlich jeden, der mit offenem Wissen, freien Wissen irgendwas in Berlin macht, hierher zu locken und ihm den Raum anzubieten. Ich danke dir. Gerne. Julian, Wikipedia Stadt Stützpunkt in Berlin wird eröffnet. Der dritte, würde ich sagen, ist es schon in Berlin. Du guckst gerade ein bisschen Wikimedia Deutschland, Wikipedia Wedding und jetzt der Wikibär. Was geht dir durch den Kopf? Ich freue mich gerade total. Ich finde es schön, dass das endlich heute eröffnet wird. Es war eine lange Zeit. Es wurde renoviert, es wurde gebastelt, es wurde gemacht. Und heute ist Eröffnung und ich wünsche der Community und all den Aktiven, die hier sind, ganz, ganz viel Erfolg. Dass es ein tolles Wikipedia-Büro wird, dass es ein tolles Wikibär mit ganz, ganz vielen Projekten, Ideen, die hier umgesetzt werden. Und ich glaube, die Leute, die das jetzt hier alles aufgebaut haben, die haben den Spirit, dass was ganz Schönes hier entsteht und ganz viel Erfolg. Was erhoffst du jetzt für dich, für deine Arbeit? Also unsere Aufgabe ist es ja, eine Ideenförderung aktiver aus den Wikimedia-Projekten zu unterstützen, da wo sie tatsächlich auch Bedarf haben. Und sie haben gesagt, sie wollen hier tolle Sachen umsetzen und Projekte machen. Und genau daran glaube ich. Also das, wir haben mit den Leuten ja viel schon zusammen gemacht. Und ich glaube, wenn die das jetzt anpacken, da wird vieles bei entstehen. Ich hoffe auch ein bisschen darauf, dass Kontakte noch weiter ausgebaut werden in andere Organisationen des freien Wissens, zu anderen Aktiven. Stichwort OK-Labber, Open Knowledge Foundation, vielleicht auch sowas wie Freifunker, Mozilla Foundation. Es gibt ja viele andere, die aktiv sind in ihrem Feld. Und wenn da noch ein bisschen Vernetzung entsteht, würde ich mich freuen. Jetzt gibt es ja schon etliche Stützpunkte in Deutschland. Kannst du irgendwas über Projekte erzählen, die da gemacht wurden und dir besonders im Gedächtnis haften geblieben sind? Also ich finde es immer schön, wenn auch praktische Sachen sind. Ich kann mich daran erinnern, wir haben beispielsweise Wikilas Monuments mal geplant im Lokal K in Köln. Das fand ich eine nette Sache, wo ich gesehen habe, wir sind dabei, irgendwie auch gemeinsam an Sachen zu arbeiten und man sieht sich, was irgendwie hilft. Also es ist dann einfach auch einfacher, bestimmte Sachen miteinander zu besprechen. München macht ganz viele Sachen auch für Neulinge, um neue Leute in die Wikipedia-Projekte reinzuholen. Auch das fand ich toll. Und immer wenn ich da war, in den verschiedenen Räumen, die von der Community betreut werden, hatte ich das Gefühl, ich bin da ganz willkommen und es entstehen neue Ideen und es ist schön, sich da auch auszutauschen. Ich danke dir. Gerne. Der Hexer steht vor mir. Wir haben ja noch einen Termin vor uns für deine zweite Folge, weil wir mit den Themen nicht fertig geworden sind. Aber jetzt sag mir einfach mal ins Mikro, was dir durch den Kopf geht jetzt bei der Eröffnung des Wikipedia-Stützpunktes. Ich bin erschöpft und glücklich. Es waren ziemlich viele Hauruck-Aktionen, mit der wir den Wikibär hier erstmal aufgebaut haben und sauber gemacht haben, gestrichen haben, renoviert haben. Und es war auch eine ziemliche Hauruck-Aktion, die Einweihungsfeier. Und es läuft alles, es sind extrem viele Leute da, es freut mich sehr. Sehr viele Community-Mitglieder und von Wikimedia Deutschland auch viele Mitarbeitende. Ich hatte sich vorher gar nicht auf den Projektseiten eingetragen, umso mehr freue ich mich, dass sie doch gekommen sind. Und sodass unsere Vermutung, dass wir doch eher für 50 plus Leute Essen einkaufen sollten, doch bewahrheitet hat. Und es ist größtenteils schon gegessen. Das freut mich auch, dass nicht viel übrig bleiben wird. Ach. Was für Essen bestellt man für 50 plus Leute? 50 plus natürlich mehr als 50 Personen, nicht Personen des Alters. Ja, also ganz unterschiedlich. Also ich war heute mit Markus Syron groß einkaufen, verschiedene Sachen. Wir hatten das vorher abgestimmt, wer was einkaufen soll. Und ich habe bisher in relativ zufriedene Gesichter geschaut. Und das macht mich auch zufrieden, dass hier quasi unsere Wahl größtenteils ankommt. Es ist ja einiger Schwung jetzt drin. Also dieses, ich sag mal, Anstreichteam, es verbindet ja dann auch miteinander. Meinst du, dass sich das jetzt weiter trägt? Oder? Ach, das ist eine komische Frage. Das Team, das jetzt hier angestrichen hat, sowas verbindet ja auch so eine harte Arbeit. Ich hoffe ja, dass der Schwung sich weiter trägt. Das hoffe ich auch. Ich bin aber sehr zuversichtlich. Wir hatten viel Spaß beim gemeinsamen Aufbau hier und wir haben auch schon Spaß bei den ersten Veranstaltungen gehabt. Das ist ja jetzt, die Eröffnungsfeier ist ja ungefähr ein Monat nach der ersten Veranstaltung. Wir haben es für das Schreibwettbewerbs-Jury-Treffen am 29.
April, glaube ich, vorbereitet, innerhalb von 2 Wochen hier alles aufgeräumt und fertig gemacht. Und jetzt hatten wir eben nochmal den Schwung, die Einweihungsfeier zu machen. Klar, wahrscheinlich wird es jetzt, wir uns jetzt auch erstmal ein bisschen setzen, aber wir haben die regelmäßigen Termine. Wir sind 3-mal im Monat hier zum offenen Editieren, da werden auch die Leute kommen. Und wir haben auch einen Spieleabend, den wir durchführen wollen. Und wir haben auch schon von verschiedenen Free- und Open-Organisationen gehört, dass sie sich das auch vorstellen könnten, hier was zu machen. Wie passt das zusammen, Spieleabend und Wikipedia-Stützpunkt? Also zum einen ist es natürlich Team zusammenbringen und so gemeinsam Spaß haben. Und zum anderen ist es quasi Teil des Projektes Wikipedia spielt, initiiert von unserem lieben Freund aus Köln, beziehungsweise bei Köln, mein Lokal K, Achim Raschka, der über Spiele schreibt und so Gesellschaftsspiele. Gesellschaftsspiele, genau, und Wikipedia. Und wir versuchen das auch so eine kleine Tradition hier zu etablieren. Es ist schon 2-mal haben wir uns getroffen. Einmal im richtigen Spielezentrum hier in Berlin, da gibt es einen richtigen Spieleraum. Und jetzt hier mit quasi Spielen. Und es wird versucht quasi anzustoßen, den Bereich zu aktivieren. Und auch, dass man vielleicht auch mal drüber schreibt. Mit Fotos ist ja schwierig wegen Urheberrechten. Von den designgeschützten Objekten. Aber auch da versuchen wir in die Richtung quasi zu gehen. Dass es nicht nur Spaß ist, sondern dass man auch schaut, was man Positives auch machen kann. Aber der Fokus dort definitiv auf Spaß. Und morgen geht es hier gleich weiter? Morgen geht es nicht hier weiter, sondern in der Geschäftsstelle von Wikimedia Deutschland. Das wäre jetzt von den Räumlichkeiten, ich erwarte so 30 Personen, würde wahrscheinlich auch gehen, aber die alle vor einem Beamer quasi zu setzen, ist dann doch relativ schwierig hier in den Räumlichkeiten. Wir haben halt 2 große Flächen hier, relativ große, aber für ein ganzes Wochenende mit so vielen Personen wurde ich noch nicht überzeugt, das zu machen. Also es war auch, als ich das begonnen habe zu organisieren, gab es auch Wikibär noch nicht. Die Idee natürlich schon, aber da waren die Räumlichkeiten quasi gerade erst im Gespräch. Das heißt, ich habe das dann so weitergezogen. Ich kann mir das natürlich vorstellen, je nachdem, wie das Setting ist, das hier auch im Wikibär zu machen. Klar. Ich danke dir. Sehr gern. Jetzt habe ich hier Fridolin vor mir, den ich aus dem Wikiwedding kenne. Sag mal, was geht dir durch den Kopf jetzt bei der Eröffnung von Wikibär? Ich freue mich vor allen Dingen, dass wir eine Örtlichkeit haben, wo nicht gerade um 12 Uhr Schluss sein muss. Ist es im Wedding so? Oder? Im Wedding, ja, da ist eher noch früher Schluss. Aber der Vorteil ist eben, dass man sich hier ungezwungen mit Open End, hoffe ich jedenfalls, treffen kann, während in der Geschäftsstelle das ja doch ein bisschen zeitlich beschränkt ist. Und ich hoffe auch, dass man auch unter der Woche mal vorbeikommen kann. Vielleicht trifft man da ja jemanden, Gleichgesinnten, mit dem man ein bisschen fachsimpeln kann, sich streiten kann und was weiß ich. Du hast ja nun schon Erfahrung aus dem Stützpunkt Wikiwedding. Was meinst du, was hier passieren wird? Oh, ja, was soll ich dazu sagen? Vorhersagen sind immer sehr schwierig. Besonders, wenn sie die Zukunft betreffen? Genau, besonders, wenn sie die Zukunft betreffen. Ich hoffe, dass das eine Weile bestehen wird und jetzt nicht irgendwann einschlafen wird. Wie ich gehört habe, ist das ja an anderen Orten auch mit viel Euphorie eröffnet worden und dann ja, dümpelte das so vor sich hin und alleine durch die große Anzahl von Wikipedianern, die ja nun immer weniger werden, leider, ne, haben wir hier, hoffe ich, die kritische Menge überschritten, so dass es hier zu einer Explosion kommen könnte. Im positiven Sinne. Ja, was für Projekte passieren denn noch am WDG-Wedding? Es passiert eine ganze Menge. Wir haben am nächsten Donnerstag unsere Bilderausstellung in der Schiller-Bibliothek neben dem Rathaus Wedding. Und
wir treten da in der Schiller-Bibliothek auch regelmäßig auf und versuchen, Leute anzusprechen. Was natürlich gar nicht so einfach ist, weil, naja, die Klientel ist vielleicht doch nicht so das, was man unter dem klassischen Wikipedianer versteht, weil es sind meistens Jugendliche und ja, in dem Alter hat man eben andere Sachen, die man gerne macht. Ich danke dir. Bitteschön. Ja, wir sind heute bei der Eröffnung vom Wikipedia-Staatspunkt Wikibär in der Gartenstraße in Berlin-Mitte. Vor mir steht Matti, MB-Ohne, steht da drauf. Was bedeutet das? Ja, das ist mein Benutzername. MB1 sollte das ausgesprochen werden, aber natürlich akzeptiere ich auch jegliche andere Aussprache. Du bist also Wikipedianer? Ja, seit über 10 Jahren inzwischen. Und jetzt, das ist ja etwas, wo man sich schön im Wohnzimmer oder im Keller hinsetzen kann und in Ruhe an der Wikipedia frickeln kann. Und jetzt treffen sich die Leute hier. Ja, weil man natürlich, wenn man sich trifft und sich gemeinsam austauscht, noch viel, viel mehr machen kann. Dann stellt man wirklich erst fest, was man alles machen kann. Natürlich macht es Spaß, es allein im stillen Kämmerlein zu machen, aber gemeinsam mit anderen drüber zu reden und Projekte anzustoßen, macht einfach noch viel mehr Spaß. Hast du bei so Projekten, wo Leute sich Wikipedianerinnen und Wikipedianer sich treffen, schon mitgemacht? Ja, teilweise schon. Also ich gehe regelmäßig auf die Wikimania zum Beispiel und treffe da Wikipedianer aus aller Welt. Und es ist ja nicht nur Wikipedia, es gibt ja andere Projekte, die sich um freies Wissen kümmern, wie zum Beispiel Wikimedia Commons, wo die ganzen Mediendateien, also hauptsächlich Bilder, zum Beispiel gehostet werden. Oder Wikidata, was jetzt ein ganz großes Thema ist. Machst du mit bei Wikidata? Ich mache mit bei Wikidata insofern, als dass ich schon dafür sorge, dass Wikidata in die anderen Projekte gut eingebunden wird, ja. Warst du schon mal in einem Wikipedia-Stützpunkt? Ich war schon gelegentlich in Deutschland in der Geschäftsstelle und ansonsten jetzt hier im Wikibär. Großartig, ich danke dir. Bitte. Zum Abschluss gibt es wie immer ein Stück freie Musik. Ich hatte die Ehre, das rauszusuchen. Diesmal habe ich für mich das Stück Bird and Beer von der Band Loch Lomond herausgesucht. Ich war mal am Loch Lomond, das ist in Schottland, eine sehr raue, schöne Gegend. Die Band kommt überraschenderweise aus Portland, Oregon, spielt aber etwas, was ich für Scottish Folk halte. Auf jeden Fall gefällt es mir und vielleicht euch auch. Steht natürlich unter der freien Lizenz. Man kann es nachnutzen und ja, geile Musik. Song's called Bird and a Bear. I never learned how to spin blades and sticks, but I have a cat that makes me look just like a bird. Just like a bird. Whenever I go running in it, people they smile, especially when I throw the feet into the air.
Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.